ceea ce ați văzut sunt doar câteva secvențe pe care habt einen kleinen Einblick bekommen, ein paar Sequenzen gesehen. Acolo sunt frații voștri. Das sind unsere Geschwister, eure Geschwister. Și dacă putem să facem ceva pentru ei, facem împreună cu voi. Und ich denke, es ist gut, wenn wir zusammen etwas tun für den Herrn dort. Și cu alții care sunt copii al lui Dumnezeu. Und mit anderen Kinder Gottes, nur die Kinder Gottes, die helfen. Indiferent că e african, ob es român Afrika sau german, ist, ob es Deutschland, ob es jemand aus Rumänien oder avem Deutschland un singur nume, wir haben einen Namen. Copil al lui Dumnezeu. Kinder Gottes. Suntem ascunși în Dumnezeu. Wir sind verborgen in Gott. În ziua de azi vom vorbi din cuvântul Domnului care se află scris în Filipeni. Wir lesen Gottes Wort aus Philipperbrief. Capitolul 3, te rog. Capitolul 3, versetele. Citește direct. Care verset? Versetul 10. Nummer 10. Ich möchte ihn erkennen, Vers 10. Philipper 3,10, ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestellt werden. Amen. Amen. Patru lucruri foarte importante. Vier wichtige Dinge aus diesem Text. Să-l cunosc pe el. Ich möchte ihn kennen. Să cunosc puterea. Seine Kraft kennen. Care l-a înviat pe Iisus din morți. Die Kraft, die ihn aus dem Tode auferweckt hat. Și al treilea subiect nu l-am dorit niciunul. Und niemand wünscht das dritte. Să cunosc, să fiu părtaș la suferințele. Teil zu haben an die Gemeinschaft seines Leidens. Lucrul acesta nu se poate face decât împlinind al patrulea subiect. Das geht gar nicht, wenn wir das vierte nicht bekommen. Das vierte să mor față de mine și să trăiesc pentru Dumnezeu. Dass ich meinem Ich sterbe und für Gott lebe, das steht in seinem Tod gleichgestaltet zu werden. S-a scurs așa de repede 13 ani de misiune. So schnell sind diese 13 Jahre in der Mission vergangen. Războiul cel mai greu nu l-am avut cu musulmanii. Der schlimmste Kampf für mich war nicht mit den Muslims. Deși trăiesc acolo, auch wenn ich unter Muslims arbeite. De 4 ori am fost la un pas de moarte. Viermal bin ich fast umgekommen. Dar acesta nu e un motiv să ne plângem. Aber ich möchte damit nicht klagen jetzt, sondern ich möchte es einfach sagen. Războiul cel mai greu. Mein schwerster Kampf in Afrika. Este cu mine. Ist mit mir selbst. Să știu să renunț la mine. Dass ich mich selbst verleugne, dass ich weiß, mich selbst in den Tod zu gehen. Să știu că firea mea a pierdut și sufletul meu a câștigat. Mein Fleisch muss in den Tod gegeben werden. Mein Geist ist Sieger. Stimate biserică. Liebe Gemeinde. Războiul nu l-avem cu lumea modernă. Auch wir haben nicht unbedingt den Kampf mit der modernen Welt. Războiul l-avem cu noi. Unser Kampf ist in erster Linie mit uns selbst. Nu trebuie să spunem lui Cristian, Cristian, lasă vine altul pastor în locul tău. Spune. Mai lung. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, Cristian, wäre besser einen anderen Pastor zu haben als nu dich. Nu trebuie să spun, Cristian, trebuie să te schimbăm. Oder wir müssen dich auswechseln. Eu trebuie să mă schimb. Ich muss mich verändern. Înțelegeți? Versteht ihr das? În fiecare zi. Jeden Tag muss ich erneuert Dumnezeu werden. Dumnezeu își înnoiește bunătatea lui. Gott erneuert seine Güte an uns jeden Tag. Dacă bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește. Wenn die Güte Gottes sich erneuert, obligat să mă schimb, dann bin ich verpflichtet, mich auch zu verändern, să prind din această bunătate, dass ich etwas empfange aus dieser Güte Gottes, ea, dass ich das lebe și să dau și altora, und dass ich es weitergebe an andere. Acesta este scopul vieții noastre. Und das ist unser Lebensziel eigentlich. Să-l cunosc pe el. Ich möchte ihn erkennen. În ținutul gadarienilor era un om îndrăcit. In der Gegend von Gadarene war ein besessener Mensch. Când Iisus s-a apropiat de el, als Jesus ihm nahe kam, omul acesta era gol. Er war unbekleidet. Dezbrăcat.
Pe trup avea răni, pe mâini, pe picioare. Er hatte verschiedene Wunden überall auf seinem Körper. Și curgea sânge. Und wahrscheinlich blutig und mit Wunden. Facem o paranteză. Im Klammern möchte ich sagen. Păcatul din ziua de astăzi. Die Sünde auch heute verursacht genau das Gleiche. Es entkleidet die Menschen, nackt lässt er sie vor Gott. Dezbracă pe oameni de morală. Die Sünde entkleidet sie ihre Moral. Dezbracă pe oameni de creștinism. Entkleidet sie glaubensmäßig. Dezbracă pe oameni de demnitate. Und zerstört ihre Identität. Și-am putea. Aici spune multe lucruri ce face păcatul. Wir können noch vieles aufzählen, was die Sünde bewirkt im Leben von Menschen. Produce răni, es verursacht Wunden. Produce boale, es verursacht Krankheiten. Și aduce moartea. Und bringt den Tod. Uitați-vă la tineri care nu sunt aici în biserică sau în bisericile noastre. Majoritatea dintre ei spun că sunt fericiți și își găsesc fericirea în anumite substanțe. Viele junge Leute, die nicht hier in unserer Gemeinde sind, die vielleicht irgendwo ihr Glück versuchen und versuchen verschiedene Gräser oder sonst was zu rauchen, um glücklich zu sein. Ei cred că își găsesc plăcerea. Sie glauben ihr Glück dort zu finden durch irgendwelche Mittel. Într-o țigară, într-un pahar de alcool, oder in Alkohol oder sonstiges, într-un moment de necinstire a trupului, in körperliche Ausschweifungen, dar ei nu-și găsesc fericirea. Aber in Wirklichkeit finden sie nicht wahres Glück. Ei își găsesc nefericirea. Sie finden Unglück. M-am bucurat aseară cu tinerii voștri. Ich habe mich gefreut gestern Abend bei eurer Jugend zu sein. Am văzut în echipul lui Dumnezeu. Ich habe in ihnen einfach den Gestalt Christi gesehen. Dați slavă Domnului pentru copiii voștri. Lobt Gott für eure junge Leute. Dați slavă Domnului. Gebt Gott die Ehre für sie. Copiii voștri au trăit sau trăiesc momente adevărate fericite. Sie dürfen echte Momente mit Gott erleben, echte Glücksmomente mit dem Herrn erleben. Și am văzut că ei și-au găsit fericirea aici. Und es hat mir sehr gefallen zu sehen, dass sie hier ihr Glück suchen beim Herrn. In der Gegenwart des Wortes Gottes. Faceți totul pentru ei. So, setzt euch ein für sie. Liebt sie. Spune-mi amin. Sagt amen wenigstens. Spuneți așa cum au spus copiii aia din Africa. Amen. So wie die Afrikaner müsst ihr mal sagen. Amen. Omul acesta era dezbrăcat și plin de răni. Dieser Mann, dieser Besessene war nackt und war volle Wunden. Mintea lui era condusă de diavolul. Sein Verstand war total besetzt vom Teufel. Nu putea să facă ce vrea el. Er hat nicht gemacht, was er wollte. El făcea ce îi spuneau duhurile. Sondern diese böse Geister haben ihn beherrscht. În momentul când Isus s-a apropiat de el, in dem Moment, wo Jesus sich genaht hat, diavolul din el a început să strige. Die Dämonen aus ihm riefen. Ce am de-a face noi cu tine? Was haben wir mit dir zu tun? Știm cine ești. Wir wissen, wer du bist. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Du bist der Heilige Gottes. Extraordinar. Etwas Besonderes, was die sagen. Și-a mai spus încă un lucru. Er hat noch etwas gesagt. Îl rugau stăruitor să nu-i arunce în adânc. Und dann flehten sie Jesus an, sie nicht in die Tiefe zu schicken. La dragi, die Dämonen, li frică de iad. Die haben schon Angst, dass sie jetzt schon in die Hölle geschickt werden. Dragi îl cunosc pe Iisus. Die Dämonen kennen Jesus. Știți unde este punctul trist? Wisst ihr, was traurig ist heute? Omul creat după chipul și asemănarea. Der Mensch, geschaffen im Bilde Gottes, nu-l cunoaște. Kennt Gott nicht, seinen Gott nicht. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Kennt Gott nicht, der ihn geschaffen hat. Și mulțimea acceptă să meargă în iad. Und die meisten Menschen akzeptieren so in ihre Verlorenheit in die Hölle zu gehen. N-ați auzit vorbind, apoi după moarte o fie ce o fi. Unde merg cei mulți, o să merg și eu. So habe ich schon oft gehört, dass Menschen sagen, ah, oh, ist egal, was nach dem Tode kommt. Wo die anderen hingehen, gehe ich auch. Nu, nu, nu. Nein. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Iisus.
Uns erzähle ich, Jesus mehr kennenzulernen. Știți ce ne-a promis Iisus? Wisst ihr, was Jesus verheißen hat? Să nu vi se tulbure inima. Euer Herz erschrecke nicht, hat er gesagt. Habt Glauben in mir. Habt Glauben an Gott. Eu mă duc să vă pregătesc ich gehe, ich bereite euch einen Ort vor. După ce vă pregăti, mă voi und ich werde wiederkommen. Și vă voi lua cu und mine, werde euch mit mir nehmen. Pentru că acolo unde sunt dass ihr auch seid, wo ich bin. Și voi. Dragii mei tineri. Liebe Jugendliche, voi sunteți aici. Dragi frați și surori, părinți, sunteți aici, pentru că Iisus ne-a promis că într-o zi vine după noi. Wir sind hier, ihr seid hier als Jugendliche, liebe Eltern, ihr seid hier, weil Jesus uns verheißen hat, es kommt für uns zurück. Nu vă pierdeți încrederea aceasta. Verliert euer Vertrauen niemals. Căutați în fiecare zi să-l cunoașteți mai mult. Sondern versuch jeden Tag Jesus neu zu erkennen, neu kennenzulernen. Am spus că dracii îl cunosc. Ich habe gesagt, die Teufel, die Dämonen kennen Jesus. Vreau să dau un exemplu din Marcu, capitolul 2. In Markus 2 ist ein anderes Beispiel. Într-o zi, Iisus se oprește într-o casă. Eines Tages leerte Jesus in ein Haus. Și imediat casa se umple. Und alle kamen und das Haus wurde schnell voll. La prima vedere spune că s-a umplut de sfinți care erau flămânzi. Zuerst würden wir denken, ah, das sind laute suchende, hungrige Menschen, die nach Jesus fragen. Dar n-a fost așa. Aber es war leider nicht so. Puțin mai târziu o să später in der Geschichte merken wir, da waren auch cine s-au îngrămădit să asculte Leute dabei, die sind nicht so hungrig gewesen. Din toată mulțimea, doar patru persoane. Und dann heißt es, vier Menschen tragen einen Lahm. Die haben anders gedacht. In apropiere era un bărbat slăbănog. Da war ein Lahme ganz in der Nähe irgendwo. Oamenii aceștia au spus, ah, noi suntem aici în prezența lui Iisus, dar slăbănogul ăla stă pe pat. Sie haben gewusst, wir haben einen Freund, der ist im Bett, der liegt auf seinen Trage und wir sind hier bei Jesus. Wir müssen ihn unbedingt zu Jesus bringen. Die gingen alle vier, haben ihn genommen, diesen Mann, und mit seinem Bett zusammengetragen. Extraordinär. Etwas Besonderes. Mit seinem Liege oder Trage zusammen. Noi întâlnim multe persoane. Și spunem, oh, omul ăla e un bețivan. Wir treffen manchmal Leute und sagen, oh, der ist ein Säufer. Oder der ist Atheist. Omul acela și arătăm punctele negative. Oder wir sagen vielleicht, ach, das ist ein Spötter oder ein schlechter Mensch. Wir zeigen auf seine Fehler. Atenție. Aber lasst uns einfach aufmerken, Laudu, diese vier Menschen, așa cum a fost. Sie haben ihn so genommen, wie er war und getragen. În românește avem o cântare. Wir singen ein Lied in rumänischer Sprache. Așa cum sunt la tine. So in Deutsch, so wie ich bin, so muss es sein. Putere n-am. Kraft habe ich nicht. Tu fii sprijin. Aber du bist mein Schutz. Așa cum sunt, tu mă primești. So wie ich bin, nimmst du mich an. Păcatul nici nu mă amintești. Du denkst gar nicht an meine Sünden. Dragii mei, un sfat de la fratele Cornel. Meine Lieben, nimmt ein Rat von Bruder Cornel an. Căutați pe cei slăbănoți. Sucht die Lahmen unter euch. Nu-i judecați. Verurteilt sie nicht. Iubiți. Liebt sie. Aduceți-i la Iisus. Bringt sie zu Jesus. Cu patul lor. Mit ihrem Bett, cu păcatele lor, mit ihren Sünden, egal, cu slăbiciunile mit ihren Schwächen, so wie sie sind, liebt sie, wie Jesus sie geliebt hat. Oamenii aceștia au venit, dar n-am putut să intre în cameră din cauza mulțimii. Und dann lesen wir, wie die vier nicht hinein können wegen der Menge. Știți cât erau oamenii aceștia de credincioși? Aber sie waren so gläubig, diese vier, hatten so einen Glauben. Oamenii care erau înăuntru. Die Menschen, die drin waren, puteau să spună, oh, faceți loc, vine un nenorocit. Komm, wir machen Platz, es wird ein elender Mensch zu Jesus faceți gebracht. Loc, faceți macht loc. Mal Platz, macht mal Platz, kommt mal raus, lasst ihn rein. Stăteau toți. Aber alle blieben da, wo sie waren. Urmăreau ce spune Iisus. Und sie wollten einfach auf Jesus hören, was er sagt, sie wollten dar genau beobachten. Aber manche gar nicht darum, dass sie verändert werden, sondern manche wollten Jesus richten, ihn verurteilen.
Liebe Geschwister, haltet euch fern vor Urteilen, dass ihr richtet, dass ihr Gottes Wort richtet oder Gottes Knechte richtet. Diese vier haben schnell das Dach freigemacht. Wenn ich zu dir nach Hause kommen würde, Rainer, und dein Dach schnell öffnen würde, was würde ich sagen? Cornelius nebun. Bist du verrückt da oben? Unu, doi. Îți sparge cineva casa. Ein, zwei, drei, sofort wird's aufgemacht. Nici nu i-a interesat pe oamenii aceștia că cineva sparge tavanul. Das war gar nicht Thema, warum öffnet ihr das Dach? S-a făcut praf. Es ist bestimmt Staub runtergekommen. Irgendwas ist runtergefallen. Eines war wichtig. Die Pharisäer waren nur da, um Jesus irgendwie zu schnappen, zu verurteilen zu können. Aber diese vier sind ein wunderbares Vorbild. Es war nicht nur so ein kleines Loch. Wenn der Mann mit Bett zusammen runtergelassen wurde, dann musste ein ziemlich großes Loch sein. Wahrscheinlich ein Riesenloch. Sie lassen das Bett runter zu Jesus. Bitte bemerkt die Liebe Gottes. Gott liebt die Sünde nicht. Aber er liebt die Sünde. Amen. Amen. Dumnezeu, Gott liebt die Sünde. Amen. Și spune acestui tânăr, tinerelule, păcatele îți sunt iertate. Und Jesus sagt zu diesem jungen Mann, mein Sohn, deine Sünden sind vergeben. Și imediat sar vocele. Und sofort kommen die Gedanken der Pharisäer, was ist das für ein Mensch, wie kann er sowas sagen, wie kann er Sünden vergeben? Er redet gegen Gott. Ich habe mehrmals schon gesehen, dass junge Leute oder auch ein Bruder, ein älterer Bruder gefallen ist im Glauben. Es kann vorkommen, dass wir fallen. David sagt, selbst wenn ich durch den Todestal muss, dein Hand, dein Stecken und Stab, sie trösten mich, sie erheben mich wieder. Aber wir Menschen hauen manchmal auf dem Gefallenen noch drauf. Wir zeigen mit Finger auf solche Leute. Die Menschen, die um Jesus waren, sie sprangen und haben Jesus gleich verurteilt. Möchte ich eine gute Nachricht sagen? Jesus cunoaște gândul tău. Jesus kennt deine Gedanken. Cunoaște fiecare pas al tău. Kennt alle deine Schritte. Ține evidența la fiecare fir de păr care îți cade. Und er weiß sogar jedes Haar, das du hast. Ce Dumnezeu minunat avem, trească Domnul. Was für einen wunderbaren, herrlichen, einzigartigen Gott haben. Preis dem Herrn. El știe când greșim. Er weiß, wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen. Er weint um uns. Er weiß, wenn wir uns freuen, freut er sich mit uns. Er hört uns, wenn wir ihn anrufen, wenn wir ihn bitten und hilft uns. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, er weiß immer weiter. Preis dem Herrn dafür. Das ist unser Gott. Liebe Jugendliche, deine, oder liebe junge Mann, deine Sünden sind vergeben. Und die Stimmen kommen gleich, die kritischen Stimmen. Wie kann er sowas sagen? Er lästert Gott. Und Jesus sieht ihre Herzen. Warum richtet ihr, sagt er, warum urteilt ihr? Was ist leichter zu sagen? Dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und wandle. Und dann sagt Jesus zu ihm, steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause.
In prezența cuvântului lui Dumnezeu. Wir sind hier heute Morgen in der Gegenwart Gottes, seines Wortes. Ești gata să iubești? Bist du bereit zu lieben? Sau să judeci? Oder bist du einer, der richtet, der Dacă urteilt? Ești gata să iubești? Wenn du bereit bist zu lieben, ești frate și soră cu Iisus? Bist du ein Bruder, ein Schwester mit dem Dacă Herrn? Ești gata să judeci? Wenn du bereit bist zu richten, îmi pare foarte rău să spun, muss ich sagen, ești frate cu cei care l-au judecat pe Iisus? Wirst du ein Bruder derer sein, die Jesus auch verurteilt haben. Mă rog, Domnul, să ne dea o inimă bună. Möge Gott uns ein gutes Herz geben. Pline de dragoste. Volle Liebe. Pline de iubire. Volle Liebe, ja. Tânărul acesta a cunoscut pe Iisus că i-a iertat păcatele și l-a vindecat. Dieser junge Mann hat jetzt Jesus kennengelernt. Jesus hat ihm vergeben, ihn geheilt. În umblarea lui, Iisus întâlnește la marginea Erihonului un orb. Jesus geht weiter und bei Jericho trifft er einen Blinden. Vă amintiți că Erihonul era o cetate blestemată? Und Jericho war ja eine verfluchte Stadt. Dar Iisus a vrut să meargă în Erihon și s-a dus. Aber Jesus ging trotzdem durch Jericho und zog einfach durch. La marginea Erihonului era un cerșetor. Am rande der Straße war wieder ein Bettler. Cerșetorul acesta auzit călăgie. Und dieser Bettler hörte, dass viele Menschen kommen. Was ist das für ein Lärm hier, fragte Vine, er. Iisus, fiul lui Jesus kommt, der Sohn Davids. Ich habe gehört von ihm, er macht Wunder. Acum e momentul Jetzt ist die Gelegenheit, für mich hat er sich gedacht. Acum e momentul să-mi deschidă ochii. Jetzt ist die Gelegenheit, dass er meine Augen öffnet. Și a început să strige. Und er fing an zu schreien. Iisuse, Jesus, fiul lui David, ai Davids de mine. Sohn, erbarme dich meine. Taci. Die Leute sagen ihm, hey, sei ruhig. E prea multă lume. Das sind zu viele Menschen, er să ist beschäftigt. Iisus de tine. Er ist beschäftigt mit vielen anderen Leuten. Rămâi așa. Bleib, wo du bist und sei mal ruhig. Cerceți-ți în continuare, du kannst ja weiter betteln, die Leute erbarmen sich über dich. N-are timp de tine. Jesus hat keine Zeit ești für dich. Prea neînsemnat. Du bist nicht so wichtig. Stai la marginea. Bleib einfach mal ruhig. Ești îmbrăcat în haine de cerșetor. Du hast ein dreckiges Kleid an. Wie willst du überhaupt zu Jesus gehen? So waren Stimmen, die ihm gesagt haben, bleib mal ruhig, wo du bist. Aber wenn euch alle entmutigen und euch niederdrücken, wenn du keine Ermutigung mehr hast im Leben, rufe umso mehr zu Jesus. Jesus, erbarme dich, meine. Jesus, ich brauche dich mehr denn je. Und dann kommt was ganz Schönes. Jesus hörte sein Schreien und bleibt stehen. Und mit ihm die ganze Menge ist stehen geblieben. Er war umgeben von Menschen. Vielleicht waren da hunderte Leute, bestimmt, die ihm gefolgt sind. Und Jesus schaut auf diesen blinden Bartimäus. Er war noch weiter weg von ihm. Und Jesus sagt, ruft ihn zu mir, ruft ihn her. Când Iisus a spus, chemați-l, Bartimeu aude vocea lui Iisus. Und Bartimeus hört jetzt, Jesus ruft ihn. Știți, primul lucru pe care l-a făcut Bartimeu, und das Erste, was er macht, ca să înțelegeți, vreau să vă întreb, știți cum arată un cerșitor? Wisst ihr, wie so ein Bettler aussieht? Îmbrăcat la costum cu cravată. Er ist nicht in einen Anzug mit Krawatte angezogen. Prima visita in America, a fost in Atlanta. Als ich erst einmal in Atlanta war, in USA. Și un frate veni la mine și a spus, Cornele, stai aici lângă masă. Eu am puțină treabă, dar vin și te iau și te duc la mine acasă. Er hat gesagt, warte, ich muss noch schnell was erledigen und ich nehme dich dann mit und kommst zu mir nach Hause. Era o conferință. Da war eine Konferenz.
Und es war vorbei mit der Konferenz. Abends 8, 9, 10 schon. A venit firma care făcea curățenie. Und da kam eine Firma, die dort geputzt hat. Domnule, nu vă supărați, așteptați afară. Und dann hat mir jemand gesagt, bitte entschuldigen Sie, Sie müssen raus aus dem Raum. Es war schon nachts 12 Uhr. Și n-a mai venit nimeni. Und niemand kam nach mir. Mă gândeam în mintea mea, obosit de pe avion. Ich war so müde vom Flug, vom Fliegen. Ich habe gedacht, Mensch, wenn ich irgendwo einen Platz finden würde, wo ich mich hinlegen kann. Ich meine, einen Stein habe ich gesehen, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Aber ich habe so eine Plastikflasche gefunden. Und ich habe so unter meinen Kopf gelegt. Und bin eingeschlafen. Weil ich so übermüdet war. Um 4 Uhr morgens kam die Polizei. Und dann hat die Polizei einfach mit seiner Lampe einfach mich beleuchtet. Ich bin sofort aufgewacht. Bin erschrocken. Ich habe Krawatte angehabt. Ich will mich schnell ein bisschen besser hinstellen und dann dachte ich, die kommen jetzt zu mir. In Amerika, in limba engleză, spune homeless. Die Homeless sind die Menschen, die kein Zuhause mehr haben. A venit, s-a uitat la mine și s-a întors la mașină. Die kam, haben mich näher angeguckt, haben gesagt, aber der ist kein Penner. Nenorocitul ăsta de homeless s-a pus și cravate la gât și în costum. Die haben gesagt, der kann kein Bettler sein. Dimineața la 7 s-a deschis sala. Und morgens um 7 haben sie geöffnet wieder. Und plötzlich kam mein Freund. Oh, Cornel. Oh, mein Gott. Wo warst du heute Nacht? Oh, a fost foarte bine. Es war la sehr gut. Ja, wo hast du geschlafen? La fratele Iacov. Bei Bruder Jakob. Vă cunoașteți de mult? Kennt ihr euch schon lange? Ja. Ja. De 6.000 de ani. Schon 6.000 Jahre her. Dar n-ai dormit afară. Hast du nicht draußen geschlafen? Dar unde să dorm? Ja, wo soll ich schlafen? Oh, zice, eu am uitat. Sagt, Mensch, ich hab dich total vergessen zu holen. Când nimeni nu-și mai aduce aminte de tine. Aber wenn niemand mehr an uns denkt, Jesus wird da sein. Te iubește. Er liebt uns trotzdem. Atunci te iubește mai mult. Er liebt dich noch mehr. Du wirst seine Liebe näher erfahren. S-a oprit. Și a spus, chemați-l. So ruft er ihn und sagt, ruft ihn zu mir. Știți ce a făcut prima dată Bartimeu? Was macht Bartimeus als erstes? Avea o haine de cerșetor. Er hat so ein Bettlerkleid angehabt. N-avea costum ca mine. Hat nicht wie ich einen Anzug gehabt. Era o haine ruptă. So ein dreckiges Kleid hat er angehabt. Und in diesem Kleid hat er aber einen Wert gehabt. Ja. Pe vremea lui Isus nu era euro, nu era dolari, nu era nici alte. Zur Zeit Jesu war die Währung anders wie finanze heute. Finanțe de a plăti cerșetorul era aurul și argintul. Sondern meistens gab es damals so Geld aus Gold oder aus Silber. Was hat Petrus gesagt? Gold und Silber habe ich nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu steh auf und wandle. Mult mai de preț decât aurul, decât argintul. Este numele lui Isus. Aber der Name Jesu ist viel mehr wert als Silber und Gold. Trăiască Domnul. Preis dem Herrn. Bartimeu. Bartimeus, in momentul când a auzit că Iisus îl cheamă, și-a dat haina jos. Hat sofort sein Oberkleid von sich geworfen. A renunțat la tot. Sprang auf, also la haina murdară. Er hat dieses dreckige Kleid von sich geworfen. La cercetorie. Lässt alles stehen, sein ganzes Bettlertum hört auf. Atenție. A sărit. Er sprang auf. Biblia ne arată că Bartimeu a sărit. Er sprang, also er sprang einfach zu Jesus. Mult timp,
M-am măcinat gândul acesta. Cum a sărit el în fața lui Iisus? Wie konnte er springen zu Jesus? Știți ce cred? Ich glaube, Iisus i-a deschis ochii în momentul când el și-a dezbrăcat haina. Ich glaube, Jesus hat seine Augen geöffnet, als er sein Kleid von sich warf. Ce vrei să-ți fac? Was soll ich dir tun? Primește-ți vederea! Rabuni, dass ich wieder sehen kann. Halleluja! Preis dem Herrn! Orbul acesta, dieser l-a cunoscut Blinde Iisus, hat auch Jesus kennengelernt. Un om care dă vederea. Er gibt Augenlicht. Și acum un om care iartă păcatul, un om care vindecă, als einen Herrn, der seine Augen öffnete, der ihm Vergebung gegeben hat, der ihm ja, neues Leben gegeben hat. Iisus mi-a dat viață. Jesus gibt uns Leben. Iisus m-a vindecat. Er hat mich geheilt. Majoritatea dintre dumneavoastră mă cunoașteți cu altă voce. Ihr kennt mich mit einer anderen Stimme. Am predicat 2004 în partea de nord a Africii. 2004 habe ich im Norden Afrikas gepredigt, eine Woche. Aveam doar câțiva stropi de apă pe zi. Ich habe am Tag kaum Wasser gehabt. Es war kein richtiges Wasser. Nur Staub und Dreck war da. Irgendwo auf einem Berg. Meine linke Stimmbänder sind total angegriffen gewesen. Und diese Wunde, die ich hatte, ist zu einem Tumor geworden. Ich bin nach Hause, nach Rumänien, ich konnte nicht mehr reden. Und die Ärzte haben gesagt, sofort ins Krankenhaus. Mi-au făcut toate analizele la Cluj și mi-a spus, domnul Ursu trebuie operație, intervenție. Herr Ursu, Sie müssen sofort operiert werden. Es muss eingegriffen werden. Nu accept. Das ist okay. E problema dumitale. Ich habe gesagt, ich bin nicht einverstanden. Mi-au dat două săptămâni. Sie haben mir zwei Wochen Zeit gegeben. Dacă nu... Deci o parte a cancerului mergea spre esofag și una spre inimă. Es gibt zwei, sie haben zwei Tumore, eine ist auf diese Bände, eine geht Richtung Dacă Herz. Dacă nu o să te sufoci, partea care apasă pe inimă va opri sângele care circulă. Sie haben gesagt, der Durchfluss zum Herz wird unterbrochen und also auf jeden Fall schwierige Lage. Am refuzat, am venit acasă. Ich habe dann abgelehnt, ich bin wieder nach Hause auf eigene Verantwortung. Am văzut ce ușor se moare. Und dann in zwei Wochen konnte ich sehen, wie schnell man sterben kann. M-am trezit din pat. Ich wachte auf. Și când am pus picioarele jos, am simțit talpa la picioare rece ca gheața. Mein Fuß war wirklich kalt wie eingefroren. Nu simțeam covorul de sub picioare. Ich habe nichts gespürt mehr in meinen Beinen. Es war alles. O viteză uimitoare. Răceala s-a ridicat până aici. Und diese Kälte kam etwa bis hierher. De aici nu mai știu ce s-a întâmplat. Am căzut jos. Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Soția a venit și a pus mâinile. Ich bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mit mir gebetet. Și Dumnezeu mi-a prelungit zilele. Und Gott hat mir noch Leben gegeben. Să pot să vă predic azi că Iisus vindecă. Heute sogar bei euch sein kann und bezeugen darf, Jesus halt immer noch. Dar familia, imediat Consiliul Bisericesc, Consiliul de familie. Unsere Familie ist immer gleich wie eine Bruderschaft, ich verstehe das nicht, die um uns sich versammeln. Am hotărât să mă duc din nou la medic. Und sie haben mich gezwungen, du musst nochmals zum Arzt. M-am dus la Pădurea Verde la Timișoara. Ich bin nach Timișoara, da in ein Krankenhaus. Din nou alte analize. Wieder neue Untersuchungen. Aber genau das gleiche haben sie auch gefunden. Operație, intervenție chirurgicală. Wir müssen eingreifen, wir müssen operieren. O zi înainte de a mi se face intervenția chirurgicală. Asta de vorbă cu medicul care trebuia să mă. Ein Tag bevor sie mich operiert haben, habe ich mit dem Arzt mich unterhalten. Domnul doctor, în ce constă operația? Herr Doktor, was wollen Sie genau machen? Ich wollte es wissen. Și el a făcut o glumă. Und hat einen Spaß gemacht. Te tăiem ca pe un purcelaș, așa. Wie ein kleines Schweinchen schneiden wir deinen Hals auf, hat er gesagt. Aici facem o incizie jos.
raus, hier machen wir so einen Knopf rein, scoatem tumoare, wir holen die Tumore raus, la coarda vocale, punem una de plastic. Und statt dass du mit Stimmbänder redest, hast du hier so ein Plastikteil. Und diese, Stimmbänder, wisst ihr, wie das ist? Also, das kann ich jetzt nicht alles erklären. Și a spus, domnul doctor, dacă dumneata în loc de coartă îmi pui plastic, cum o să vorbesc? Die wollten auf der linken Seite statt das echte in Plastik machen und ich habe gesagt, ja, das kann ich nicht. Nu ți-vă probleme, punem aici un buton. Kein Problem, wir machen hier so einen Knopf rein. Atenție, de la butoane acum. Hinten sind viele Knöpfe bei euch. Se saude sunetul bine. ihr macht uns, ihr stellt alles ein, damit alle gut hören. Ich möchte sagen, ihr habt eine gute Akustik hier. Aber wir tun dir so einen Knopf hier rein. Wenn du reden wirst, saugst du mal dich vor mit Luft und du lernst ganz schnell damit zu reden. Wie wird meine Stimme sein? Und er hat so einen Computer gehabt, hat es mir gezeigt. So ungefähr hat er dann geredet, der Computer. Ich habe nur geknurrt. Man duß in Salon. Ich bin in mein Zimmer wieder. Era marți noaptea. Es war Dienstagnacht. Am stat de vorbă cu tata. Ich habe echt zu Gott gefleht. A spus, tata, Vater, tu m-ai trimis în Africa să-mi pun mâinile. Du hast mich in Afrika geschickt, um mit anderen zu beten. Ich habe dort Menschen die Hände aufgelegt. Besessene sogar. Acum? Herr, wie soll ich jetzt das machen? Cu mâna pe buton și cu alta pe mit einem Finger soll ich hier drücken, mit einem die Hände auflegen. Miercuri dimineața am plecat acasă. So bin ich dann, ich habe mich entschieden, Mittwochmorgen gehe ich nach Hause. Nu mai puteam să mai vorbesc. Ich konnte nicht mehr reden. Dar într-o zi, pastorul Aber dann Pipei vergingen einige Tage und unser Vorsteher damals o vizită de aici, din Germania, hat aus Deutschland, ein Bruder ist zu ihm gekommen und sie haben mich besucht. Ursule, ce faci? A venit la mine acasă. Er kam zu mir nach Hause und hat gesagt, Ursule, was machst du? Vrei să mor? Wirst du sterben? Și am spus, nu. Ich habe gesagt, nein. V-am așteptat pe voi să-mi faceți ungerea. Ich warte auf euch, dass ihr mich salbt und mit mir betet. Păi zice, ăsta a fost textul, să văd dacă vrei. Ja, wir haben dich deshalb besucht. Mi-a făcut ungerea și în termin de două luni de zile vorbesc cum auziți. Und zwei Monate später ist meine Stimme wieder zurückgekommen und ich kann wieder seitdem so reden, wie mich jetzt hört. E greu să vă spun, e un lucru dificil să vă spun cum am dat afară cancerul. Es ist jetzt so lange alles zu erzählen, wie dieser Tumor rauskam. Dar în locul unde a început cancerul la coarda vocală, au rămas două găuri. Aber da, wo dieser Tumor war, sind jetzt noch zwei Löcher bei mir. Ich habe mich nachher, er hat es mir alles schon erzählt. Okay. Er hat keinen Schnitt bekommen, Jesus, aber er wurde einfach befreit davon. Jesus hat es getan. Preis dem Herrn dafür. Revenim. Wir kommen zurück zum Text. Ich möchte Jesus erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung. Puterea învierii lui. Das wäre noch ein Thema, die Auferstehungskraft. Știți ce ne-a spus Iisus Hristos? Was hat uns Jesus gesagt? Când Duhul Sfânt va veni, wenn der Heilige Geist kommt, voi veți primi o putere. Ihr werdet eine Kraft empfangen. Halleluja! Halleluja! Veste bună! Gute Nachricht! Știți că puterea aceasta este noi? Wisst ihr, dass diese Kraft in uns wirkt, in uns ist? In voi, in voi. In ihr, in euch, in jedem. Știți că puterea lui Dumnezeu, wisst ihr, dass die Kraft Gottes, despre care a vorbit Iisus, von dem Jesus geredet hat, auch in uns ist? Nu se echivalează nici cu armamentul americanilor, nici cu rușilor, nici ca chinezilor. Es ist nicht sowas wie die Waffe der Amerikaner, der Russen oder der Chinesen. Este puterea absolută a lui Dumnezeu.
begrenzte Macht Gottes. Ești mai puternic decât o bombă. Du bist viel stärker wie eine irgendeine Bombe. Dumnezeu este în Denn tine. Gott ist in dir. Pentru că Iisus este în Denn tine. Gott ist in dir. Pentru că tu ești în Iisus. Denn du bist im Herrn. Deci această putere enormă. Und diese Kraft ist in dir. Haideți să vedem ce ne spune cuvântul Domnului. Ioan capitolul 14, versetul 20. In Johannes 14, Vers 20 sagt Gottes Wort. În ziua aceea, când veți primi puterea Duhului Sfânt, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu. Iisus, în Tatăl lui. Also Jesus spricht davon, er ist im Vater. Und an dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Halleluja. Halleluja. Ești conștient? Ist dir bewusst, că Iisus este în tine? Dass Jesus in dir lebt? Ești conștient că tu ești în Iisus? Ist dir bewusst, dass du in Jesus bist? Este extraordinar cuvântul acesta. Etwas Besonderes, was in diesem Vers steht. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult. So sehr hat uns Gott geliebt. Încât a lăsat putere din el în noi. Dass es seine Kraft sogar uns gibt, in uns gibt. Cum putem primi această putere? Wie empfangen wir diese Kraft? Citim versetul 23. In Vers 23 heißt es, wer mich liebt und meine Worte hält, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. E cuvântul lui Iisus. Das ist ein Wort vom Herrn. Nu e al lui Cristian, nu e al meu. Nicht mein Wort, nicht sein Wort. Voi veni cu Tatăl și voi locui în el. Ich komme mit meinem Vater, wir werden in ihm wohnen. Din nou veste bună. Noch eine gute Nachricht, noch eine gute Nachricht. Dumnezeu a făcut din trupurile noastre templu a Duhului Sfânt. Gott hat uns, unser Leib, zu einem Tempel des Heiligen Geistes gemacht. Locul unde este ascunsă puterea lui Dumnezeu. Der Ort, wo die Kraft Gottes aufbewahrt wird. Ce a făcut Iisus când a fost pus în mormânt? Was hat Jesus gemacht, als er begraben wurde? După ce a murit și a fost îngropat. Als er gestorben ist, als er begraben wurde, wo war er? Was macht er? Știe cineva? Weiß es jemand? Nici eu nu știu. Știu că n-a făcut nimic. A stat și a așteptat puterea lui Dumnezeu. Ja. Also wir wissen nicht genau, was er gemacht hat, steht jetzt nicht direkt, aber, er hat gesprochen davon, dass nach seiner Auferstehung dass Gott nachher diesen Stein weggerollt hat und die Kraft Gottes hat ihn wieder auferweckt aus den Toten. Er hat einen neuen Leib bekommen und in einem neuen Leib gelebt. Wir wurden wiedergeboren aus Gott und wir sind stark und wir haben Kraft, wir sind Überwinder, weil Jesus in uns lebt. Der, der aus dem Tode auferstanden ist, er ist keine Legende, er ist Realität. Jesus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. 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 Preist dem Herrn. El putem cu noi. Wir tragen ihn in uns. Cunosc puterea în viața dass ich noi. Die Kraft der Auferstehung erkenne. Scurt vreau să vorbesc despre trei tineri care nu s-au întinat cu lumea. Este vorba despre Șadrac, Meșac și Abednego. Wir kennen die Geschichte mit den drei jungen Leuten, die sich nicht mit der Welt verschmutzt haben. Știți ce au spus acestea tineri? Împărate, pe noi nu ne interesează ce putere ai tu. Als sie vor diesem Statue niederfallen sollten, sie haben gesagt, König, uns interessiert gar nichts, dein Reich nicht, was du sagst. Noi avem pe cineva care ne poate scoate din mâna ta. Wir verneigen uns nicht, wir haben jemanden, der kann uns retten aus deiner Hand. Foarte interesant, ascultați. Știți care a fost ultima frază a tinerilor? Și ne va scoate. Und wird uns retten. Extraordinar. Cuptorul în care s-a topit chipul împăratului era foarte încins. Căldura era mare. Dieser Ofen wurde siebenmal heiß eingeheizt. Au topit aurul acolo. Da haben sie auch andere Sachen geschmolzen. A spus,
de șapte ori. Siebenmal heiße Einheiten. Și patru bărbați. Uno, doi, trei. Und wahrscheinlich vier Männer haben sie so gefangen. Eins, zwei, drei haben sie reingeworfen. Cetre tinere au căzut în mijlocul cuptorului. Die junge Leute fielen einfach ins Feuer. Cine a ars? Aber wer wurde verbrannt? Cei trei tineri sau cei care l-au aruncat? Die junge Leute, die reinfielen oder die, die sie reingeschmissen haben? E minune. Es ist schon ein Wunder. Cei trei tineri. Die drei jungen Männer, die haben nicht, nur nach, nicht mal nach Feuer gerochen. Secretul. Das Geheimnis war, focului, im Feuer, mittendrin war, in mijlocul căldurii mittendrin infernale, in dieser Hitze war jemand. Îi aștepta Iisus. Da wartet Jesus auf sie. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Feuer. Credeți lucrul acesta? Glaubt ihr das? Știți mărturia împăratului. Hei, câți ați aruncat în foc? Ihr wisst doch, was der König nachher guckt und sagt, hey, wie viel habt ihr reingeworfen? Die waren total, ewig so zu leben, König, drei haben wir reingeworfen. Dar cum? Wieso? Ich sehe einen vierten. Ich sehe einen vierten drin. Und einer sieht aus wie ein Sohn Gottes. Aceta trei tineri au schimbat religia unui imperiu. Und diese drei junge Leute haben durch ihren Glauben die ganze Religion dieses Landes verändert. Dumnezeu ne dă puterea să schimbăm lumea. Gott gibt dir die Kraft, dass du Veränderung bringst in der Welt um dich herum. Dass du eine Veränderung bringst. Hab keine Angst. Geht im Glauben. Hab Mut. Der, der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Halleluja. Halleluja. Să cunosc, să fiu părtaș la suferințele lui. Dass ich ihn erkenne und die Kraft seiner Auferstehung. Și aici o să spun, frate Cornel, sufere tu. Und wenn ich jetzt zum Dritten komme, sagt er, oh, leider lieber du, ich möchte gesund sein. Ich habe mich bekehrt, ich möchte glücklich sein, ich möchte auch gesund sein. Warum soll ich leiden? Warum soll ich leiden, wenn ich doch an Jesus glaube? Îngăduie suferință peste noi, spune cuvântul Domnului 1 Petru, verset 1 Petru, epistola 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Ihr werdet ja aus Gottes Macht durch Glauben für das Heil bewahrt. Prin credință. Durch Glauben. Prin credință durch pentru Glauben. Mântuirea gata să se descopere la biserica primară. Das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Oder er hat es gelesen, dass in der Urgemeinde offenbar werden soll. Nu. Nein. Pentru cei care trăiesc în vremurile din urmă. Für uns, die wir in der Endzeit leben, ist Frate dieses Wort. Suror, liebe Geschwister, noi, für uns. Puterea păzirii lui Dumnezeu constă în credința noastră. Die Bewahrung im Glauben besteht von Gott oder tut Gott durch den Glauben. Mai crezi că Iisus poate să te vindece? Glaubst du, dass Jesus dich heilen kann? Crezi că Iisus se poate implica în familia ta? Glaubst du, dass Jesus in deine Familie eingreifen kann? Dragii mei tineri, liebe junge Leute, mai credeți că Iisus se poate implica în viitorul vostru? Glaubt ihr, dass Jesus eure Zukunft in seine Hand hat, sich einmischt in euer Leben? Poate să-ți dea o soție? Kann er dir eine gute Frau geben? Poate să-ți dea un soț? Oder einen guten Mann geben? Atunci îi se vinde țigara aia nenorocită, păcătoasă spre tine. Tu poți să spui, nu, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Wenn jemand dich versucht zu gewinnen, der vielleicht mit seiner Zigarette da angibt, du kannst sagen, nein, ich diene dem Herrn, ich gehöre Jesus. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Ihr werdet bewahrt aus Gottes Macht durch den Glauben. Și atunci, cum facem cu suferințele? Citește. Ja, wie ist es dann, wenn ich leide? 6 și 7, te rog să citești. Dann werdet ihr jubeln, nachdem ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtung zu erleiden habt, damit euer Glauben sich als echt und noch wertvoller erweist als das vergängliche Gold,
das durch Feuer geläutet wird und damit er euch zum Lob, Preis und Ehre gereicht, wenn Jesus Christus offenbar wird. Das war Vers 6. Halleluja! Auziți de ce trebuie să suferim? Warum sollen wir leiden? Warum ist es nötig, manchmal zu leiden? Warum schickt Gott oder lässt er einen Krebs bei Gläubigen zu? Warum lässt er einen Schmerz zu, einen Magenschmerz oder sonst was? Warum tut mein Kopf weh manchmal? Damit unser Glaube echt wird und wertvoller sich erweisen kann. Ich war auf einer Evangelisation und einer der Prediger kam zu mir und sagte, vai, Cornelia, schau doare capul. Und eines der Prediger, die dort war, sagt, du Cornelia, mir tut mein Kopf so weh. Am predicat in biserica asta și atâta mi-a fost de greu. Ich habe gepredigt, ich bin schier, ich kann nicht mehr. Hast nicht was bei dir, kannst du nicht irgendwas geben, dass ich was nehme? Și a spus, eu am pastile de la mine. Ich habe was bei mir. Aveam o mes. Și a spus, îmi dai și mie una, da. I-am dat, a luat pastila și s-a dus la culcare. Also ich habe ihm dann so o pastile. Paracetamol oder irgendein Aspirin oder was es war gegeben, weiß ich nicht was es ist. Auf jeden Fall ging er schlafen. Dimineața ne-am adunat toți la masă. Morgens haben wir uns versammelt, waren am Frühstück. Și a spus colegilor, fiți atenți aici, la fratele Ionel, i-am dat o pastilă de stomac. Să nu-l doare stomacul. Și el o să spună că nu-l mai doare capul. Ich habe zu den anderen gesagt, guck mal, ich habe dem Bruder ein Pille gegeben, die bei mir war, aber eigentlich war das ein Pille für den Magen. Ist ihm nachher gekommen und er wird jetzt sagen, sein Kopfweh war weg. Als er dann kam endlich zum Frühstück, hey, komm, und wie geht's dir? Tut dein Kopf noch weh? No, Domnul, nein, der Herr möge dich belohnen für diese gute Pille. Ich habe gesagt, du, es war beim Magen. Etwas für den Magen. Câteodată manchmal ne punem credința în pastile. Tun wir unser Glauben setzen auf so eine arme Pille. Astăzi ne spune cuvântul Domnului. Aber heute sagt uns Gottes Wort. Puneți-vă încrederea în Iisus. Vertraue dich dem Herrn an. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Este mai scumpă decât aurul. Unser Glaube muss geprüft werden. Das ist noch wichtiger, dass unser Glaube kostbarer wie Gold wird. Mulțumește lui Isus și pentru încercare. Danke Gott auch für die Versuchungen, die Doamne, du hast. Mulțumesc că mă doare capul. Herr, ich danke dir, auch für den Kopfweh. Nu zice nimeni amin. Niemand sagt Amen. Doamne, mulțumesc că mă doare stomacul. Herr, ich danke, dass mein Magen manchmal wehtut. Ne apropiem de încheiere. Ich schließe bald. Doi oameni al lui Dumnezeu. Pavel și Sila. Zwei Menschen, Paulus und Silas, sie sind gebunden, in Gefängnis, nackt ausgezogen, durchgeprügelt, sie waren blutig, mit Wunden, weil sie Gutes getan haben und Gottes Wort verkündigt haben. Mitternacht, într-o închisoare unde nu era lumină, in eine dunkle Gefängnis, au început să cânte, fangen sie an zu singen, cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, Ehre Gottes. Repet, ca să vă dați seama, ich wiederhole, bătuți până la sânge, zuerst waren sie total zerschlagen, dezbrăcați goi, blutig hinterlassen, ausgezogen, cu mâinile și picioarele gebunden mit Füße und Hände an Ketten. Dădeau slavă lui Dumnezeu. Und doch geben sie die Ehre Gott. Ce înseamnă? Was bedeutet să lauzi pe Dumnezeu în cazurile tale? Mitten in deine Not. La mezul nopții. Um Mitternacht. Când spui, Doamne, de când ești, nu mai pot. Wo du vielleicht sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Die Ärzte haben mich aufgegeben. Niemand tröstet mich, ich habe niemand. Ich bin einsam, allein. Und doch fängst du an, Gott zu loben. Fängst an, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr. In den Momenten, als Paulus und Silas anfingen zu singen, die Ketten brechen von ihnen, die ganzen Schlösser fallen weg, die Türe gehen auf. Warum? Weil sie in der Not Gott lobten.
să fiu părtaș. Ich möchte teilhaben cu suferințele auch lui. An sein Leiden. Să fiu bolnav. Dass ich krank bin. Să cred că Iisus mă vindecă. Dass ich glaube, Gott wird mich heilen. Și ultimul subiect. Und das allerletzte să mă fac una cu moartea lui. Dass ich eins werde mit seinem Tod. Să renunț la mine, dass ich aufgebe meinem să renunț la pretențiile mele, meine Erwartungen aufgebe, să nu mai mă intereseze lumea, dass ich mich nicht mehr um die Welt kümmere, cu distracțiile, cu poftele, mit ihre alle mögliche Sachen, și în final, să spun, pot totul, und dass ich sage Christus. Zum Schluss, ich kann, ich vermag alles durch Christus. Amen. Amen. Domnul să vă binecuvânteze. Möge der Herr euch segnen. Lasst uns aufstehen und ins Gebet.